Ich bin Lasse Hochfeld. Ich habe hier an der Fachhochschule Kiel Mechatronik im Master studiert. Und während meines Studiums habe ich eine Entwicklung gemacht. Und zwar habe ich ein Solarsystem für Segeljachten entwickelt von ganz besonderer Art. Also ich halte die E-Mobilität insbesondere auf dem Wasser für eine super Sache und wollte eben auch ein Teil davon sein. Und um meinen E-Motor dann elektrisch zu betreiben und insbesondere um eine große Reichweite zu haben, habe ich dann ein Solarsystem entwickelt. Das System besteht aus mehreren Solarmodulen, die kann ich am Mast der Segeljacht hochziehen. Und das Besondere an dem System ist, dass sich die Module um ihre eigene Achse rotieren lassen. Und so kann ich die Module zu jeder Tageszeit im optimalen Winkel zur Sonne ausrichten. Ja, das macht das System extrem effizient und in Kombination mit einer großen Solarfläche können wir da wirklich gewaltige Leistungen generieren. Ihr habt eine Gründungsidee oder wollt einfach mal gucken, wie Unternehmertum funktioniert? Dann seid ihr bei uns genau richtig. Bei uns findet ihr neben Gründungsberatung auch einen Platz, wo ihr an eurer Idee arbeiten könnt und volle Unterstützung in allen Bereichen und Netzwerke zu allen möglichen Partnern. In dem Gründerzentrum findet ihr unterschiedliche Räume mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Der erste Raum ist eine Art Coworking Space, wo ihr unterschiedliche Themen bearbeiten könnt. Der nächste Raum ist für unsere geförderten Gruppen geeignet. Dort habt ihr einen festen Büroplatz und könnt an euren Ideen wirklich tagtäglich arbeiten. Für Gründungen, wo es auch mal, wo mal gelötet wird und wo es mal ein bisschen dampfen kann, haben wir einen Laborbereich und da könnt ihr unterschiedlichste Maschinen aufbauen und falls ihr weitere Sachen braucht, wir haben individuelle Lösungen für euch, für euer Gründungsvorhaben und unterstützen euch individuell. Das Angebot des Gründerzentrums der Fachhochschule richtet sich an alle Studierende, egal aus welchem Fachbereich ihr kommt. Ihr seid herzlich willkommen hier. Neben den Studierenden richtet sich das Angebot aber auch an alle Mitarbeitenden und Lehrenden der Hochschule. Also wir sind da relativ offen für alle möglichen Menschen, die Lust auf Gründung haben. Als wir dann gemerkt haben, dass es irgendwie ohne finanzielle Mittel nicht richtig funktioniert, haben wir uns dann auf ein Stipendium beworben. Bei der Antragstellung des Stipendiums haben wir ganz tolle Unterstützung gekriegt von der Fachhochschule Kiel. Die haben sich sehr bemüht, uns da entsprechend zu unterstützen, weil es ein relativ aufwendiges Bewerbungsverfahren ist. Es war dann ein interaktiver Prozess zwischen uns und der FH. Das lief wirklich ganz toll. Und wir haben dann nachher das Stipendium bekommen und haben uns riesig gefreut. Ja, und freuen uns jetzt umso mehr, dass es an der FH das Startup Office gibt, dass wir dann auch Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Und jetzt können wir richtig loslegen.